Gerade zurück von der Schwimm-Europameisterschaft in Berlin eilte Jan-Philipp Glania zurück in die Heimat, um beim Autojournal Autotag dabei zu sein. Am Stand von Move 36 stellte sich der Bronzemedaillengewinner den Fragen von Move 36 Chefredakteur Bernd Loskan und gab bereitwillig Autogramme. Realisiert man eigentlich, wenn man da im Becken ist und schwimmt, was sich so in der Bahn nebendran tut, wie nah man eigentlich an der Medaille ist? Ja, es sind ja 8 Leute im Lauf. Ich habe leider gar nichts gesehen. Ich wusste nicht, wo ich liege. Ich habe gesehen, neben mir, er ist vor mir, aber ich wusste nichts. Also ich habe dann auf die Anzeigetafel geguckt, habe gesehen, Dritter, und dann war die Freude natürlich riesig. Während dem Rennen habe ich nur noch auf die Zähne gebissen und alles gegeben. Die Frage, wie diszipliniert muss man eigentlich als Schwimmer sein? Was darf man essen, was darf man trinken? Wahrscheinlich während der Wettkämpfe kein Alkohol. Wie sieht es mit der Ernährung aus oder generell auch mit Alkohol? Also man muss schon sehr darauf achten, was man isst, was man trinkt. Ich probiere den Alkoholkonsum sehr gering zu halten und im Jahr vor den Wettkämpfen trinke ich viel. Jetzt, wo die Wettkämpfe rum sind, kann man natürlich auch mal ein bisschen sündigen. Aber davor ist es ganz schwierig. Und ja, Essen ist natürlich genau dasselbe. Also man probiert schon, sich zusammenzureißen. Ab und zu kann man sich auch mal was gönnen. Und natürlich konnte er es sich nicht nehmen lassen, selbst für einen Testflug in den mehr als 180 km/h starken Luftstrom der AirPower-Einlage einzutauchen.